So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge LS010. Jawohl. So, ihr Lieben, ich habe mir doch noch mal einen neuen Kalker geholt, also einen neuen Kalkstreuer, sag ich mal, Düngerstreuer. Und um das außen, also auch wieder mit Aufbau, um das auseinanderzuhalten, habe ich ihn in grün gefärbt. Jo. Was doch, oder? Habe ich den halt in grün gefärbt und ja, was halt mehr rein. Da kriegt man vielleicht ein Feld fertig. Noch mal alles reinkriegen. Ich glaube, wird doch nicht. Mal gucken. Ja, wenn nicht, dann müssen wir auch mal einen Kalklager machen. Da muss ich mal monster viel Kalk fahren. Dass wir da einfach bloß drunter fahren. Das müsste ja eigentlich auch ins Silo gehen. Das große Silo. Dass ich da mal hier mit, was weiß ich, Anhänger herfahre, aber das mache ich dann offline. Sei denn, ihr wollt sehen, wie ich hier eine Stunde oder eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder was weiß ich nur Kalk lade, aber das wollt ihr nicht sehen. Mache ich dann so mal quasi in der Aufnahmepause zwischen den Folgen, sage ich mal so. Da bleibt doch wieder was übrig, ne? Aber wir haben diesmal mehr drin. Auf jeden Fall. Jetzt. Ja, nur noch einer. Nicht ganz einer, aber ist ja nicht so schlimm. Geht ich noch zu den Deckel. Passt nicht mehr rein. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, wo wir aufgehört haben mit Kalken. Das war euch wohl hier oben. Hier geht's weiter, hier geht's weiter. Ist gekalkt, hier ist gekalkt, da ist gekalkt. Ich will hier oben. Hat aufgehört. Wo hat der hier aufgehört? Wurde es so weit oben? Ach, hier. Okay, gut. Da hat aufgehört. Gut. Ja, den haben wir noch in Rot gelassen, wie immer, dass man das auseinanderhalten kann. So, er denkt, er ist fertig, er ist noch nicht fertig. Geht noch was? So, da kann man nämlich den dann mal hochschicken. Wo er Maisschneidwerk holen. Oh, ach nee, das ist ja noch gar nicht fertig. Aber die kommen ja trotzdem da auch schon mal vor. Das ist ja auch noch nicht fertig. Immer können wir mal gucken, ob das Feld fertig ist. Vielleicht ist das fertig.
Jo. Das hier muss halt schon vier Ecke stehen lassen, also Rechtecke. Und die haben eine Wendemöglichkeit, das ist riesengroß. Aber so sind sie. So, okay. Ausstellen. Ohr aufmache. Oh, jo. Ich ab in die Anlage rein. So, dann fahren wir gleich mal mit dem Trecker rüber. Vielleicht ist das Feld schon fertig, was ich da drüben sehe, aber ich weiß es noch nicht. Glaube. Oh. Doch, Weizen ist anreif. Weizen ist ja cool, ne? Könnte man ja eigentlich mal den Hühnerstall noch bauen. Ja, würde ich sagen, ne? Bauen wir gleich den Hühnerstall, weil da haben wir gleich Weizen, da können wir das da gleich reinfahren. Da hätten wir unsere ersten Tiere. So, wo ist der? Mit Futtersilo. Was heißt denn mit Futtersilo? Wie das muss ich mir da vorstellen? Ah. Haben die hier aber was sie sagen? Steht da nicht was mit Freiland? Ja, Freilandhühn. Die Haltung von Freilandhühn. Stellen wir den mal. Noch Stall mal hier so hin. Dann gucken wir uns mal den ganzen Kram an. Ja, so ein bisschen Luft lassen natürlich. So. So ein bisschen noch. So. Ja, so. Gucken wir uns mal das an, wie das überhaupt aussieht. Ui. Muss ich mir das vorstellen? Aber Freiland, hä? Hier ist aber auch nichts mit Freiland. Die sind alle drin? Weil niemand kommt nicht rein. Oder laufen die dann hier einfach draußen rum oder was? Hm? Ja, ich denke mal, hier kann ich die dann
Wo Freiland laufen die dann einfach rum oder was? Wofür? Hier kommt dann der Eier oder was? Das hat doch mit Freiland nichts zu tun. Rennen die dann einfach hier draußen rum oder was? Oh. Oh, was ist das hier? Aha. Ja gut. Ach, hier laufen dann die Eier und dann hast du die Eierbappen oder was? Da liegen die Bappen nicht mal draußen rum, dann liegen die hier drinnen. Ja gut. Ja, die Sachen kaufen wir mal ein Hühnchen. Hühnchen? Die so einfach kaufen oder? Hier vielleicht. Hier. Und die Hühner auch so kaufen. Da muss ich wahrscheinlich. Nee, Hühner muss man doch so verkaufen können, weil da gibt es keinen Tiertransport. Ich glaube. Ach, da. Haben wir es gefunden. Kaufen wir mal. Boah, was ist schwarz? Holen. Hahn, den Hahn kaufen wir. Und was weiß ich, wollen wir schon mal. Hier 6 Hühner kaufen. Da kommen ja drin rum. Das sind sie. Jetzt gehe ich mal. Ja, natürlich haben sie jetzt noch gar nicht, ne? Auch ein Weizen oder Gerste, ist klar. Okay, da bin ich mal gespannt. Bin ich echt mal gespannt. Hallo, ich hänge. Oh Gott, hänger. So, zum Mähdrescher. Würde ich gerne. Danke. So. Oh, einfahren. Da bin ich mal gespannt, weil freilaufend. Freilaufend. Die laufen doch gar nicht frei. Oder die rennen dann irgendwo rum. Kann natürlich auch möglich sein. So. F. Strohablage anschalten. Wir brauchen. Stroh brauche. So, lass mal den mal eine Runde fahren. Ich kann mir das noch nicht so richtig vorstellen mit dem Hühnerstall. Was meine ich mit freilaufen? Weil du hast ja kein Gehege. Laufen die da einfach da jetzt näher rum oder was? Bin ich mal gespannt. So, ach, ja, Moment, wir lassen den erstmal noch. Achso. Ach, der Kalker ist fertig. Okay.
Danke mal. So, mal sehen, wie der wenden tut. Nacharbeiten tun wir dann eh, das ist klar. Müssen wir eh. Ah, sollte aber funktionieren. Nacharbeiten müssen wir eh. Ob wir jetzt nur einen Vorschnitt machen oder nicht. Nacharbeiten müssen wir eh. Alles gut. So, da will ich mal schnell zu den anderen Krawallo. Der ist, naja, eigentlich fast fertig. So. Da können wir uns gleich mal eine Seemaschine holen. Feld nehme ich mal ein bisschen bearbeiten noch. Eine Seemaschine. Einzukommen brauchen wir erstmal nicht. Brauchen wir erstmal normal Gras. Wo ist es da oben? Haben wir hier unser großes? Ja, hier haben wir einen Doni. Ein Doni, der macht alles. Doni macht alles. Da habe ich auch noch einen. Der hat. Ja gut, dann nehmen wir hier Multifrucht. Der macht auch alles. So. Da würde ich sagen, den kaufen wir. Da brauchen wir eigentlich. Boah, der hat aber so viel. Oh, Leute. Da müssen wir ja. Ich muss echt das andere kaufen. Die Mod brauche ich immer. Wir brauchen Saatgut. Saatgut-Bag. Bringt immer. Weil hier hast du für Weizen, hier hast du Saatgut für alles. Oh Gottchen, eins. Den. Dann brauchen wir Mineraldünger. Und Hochzähne. Hey. 5. Achso, das passt nicht mehr hin. Okay. Gut. Passt nichts mehr hin. Nein, ich wollte abhängen. Wo ist auch Gongdang? Ein Gongdang voll. Oh, da ist auch schon wieder voll. Oh Gottchen.
Gut. Gut, ihr Lieben, ich mache das in der Zwischenzeit, mache ich den hier voll. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes. Mega Daumen an euch. Viel Spaß bei LS19 und auf meinem Kanal. Tschüss. Tschüss.